Das Jahr ist fast zu Ende und meine Kiste ist voll mit den besten Produkten von Essence. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Für mich ist heute ein kritischer Tag. Bin heute Morgen aufgestanden, bin zu meinem Computer gegangen und dann sah ich nur noch Streifen. Guess what? Mein Hauptcomputer hat heute am Feiertag die Grätsche gemacht. Ich war noch nie so glücklich, dass es in Berlin keinen Feiertag gab, sodass ich meinen Computer jetzt bei Apple abgeben konnte und ich dann noch dieses kleine Ding hier habe, wo ich immer reingucke, damit die Kamera läuft. Der ist auch eigentlich nur noch dafür da und ich habe Hoffnung, dass ich dieses Video so gut wie gar nicht schneiden muss, weil viel zu schneiden ist mit dem Mäuschen nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, verlieren wir gar keine Zeit und starten direkt mit diesem Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Die Kiste ist voll mit Essence-Produkten und ich dachte mir, so haben wir es noch gar nicht gemacht. Wir haben immer Monatsfavoriten oder ein Full Face of Essence, aber ich bin wirklich durch meine Essence-Schublade gegangen. Komm, geh jetzt nochmal durch, guck nach, welche Produkte dir gefallen, welche Produkte du gerne benutzt und die bringen wir jetzt in mein Gesicht. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, welche Essence-Produkte ihr gerne benutzt. Das sind natürlich nicht alles Essence-Produkte, die ich immer benutze. Ich habe recht viele verschiedene Produkte aus verschiedenen LEs. Ich habe mich aber wirklich bemüht, keine LEs hier mit reinzunehmen. Bei dem einen Produkt, beziehungsweise bei zweien, weiß ich gar nicht, ob die noch da sind. Ich hoffe es. Wir schauen einfach. Wir starten als erstes mit dem Hello Good Stuff 48 Stunden Hydro Fixing Spray. Ich benutze das sehr, sehr gerne als Primer Spray, weil das super feuchtigkeitsspendend ist. Das ist ein Fixing Spray. Das heißt, es hat etwas drin, was das Make-up fixiert und es riecht sehr gut. Ich bin ein großer, großer Freund von dem Kokosduft. Es riecht einfach pur nach Kokosnuss und es ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Essence generell. Ich glaube, wir müssen über den Preis bei Essence nicht reden. Mir ist aber aufgefallen, ich mache den Spaß ja jetzt hier schon ein paar Umdrehungen um die Sonne, ne? Dass Essence in den letzten 5, 6 Jahren massiv anders geworden ist. Wenn ich es jetzt probiere zu vergleichen, würde ich Essence vor 5 Jahren vielleicht mit der Qualität von Sabrina Rudnick vergleichen, an manchen Stellen. Heute ist Essence in der Qualität von Maybelline vor 5 Jahren oder von L'Oreal vor 5 Jahren. Und das trotzdem noch bei einem sehr, sehr erschwinglichen Preis. Wir kommen zur Foundation, zur Base. Und das ist das hier. Ich habe auch leider nichts mehr anderes von Essence gehabt. Ich habe nämlich neulich alle aussortiert. Mache ich natürlich immer, bevor ich Videos drehen möchte. Sehr schlau, Maxim. Ebenfalls aus der Hello Good Stuff Reihe. Generell, die Hello Good Stuff Reihe ist extrem gut, weil, und ich glaube, da ist der Vorteil gewesen, Essence hat probiert, diese Hello Good Stuff Reihe zu machen, einfach um natürlichere Inhaltsstoffe reinzukriegen. Und mittlerweile ist auch Essence, glaube ich, sogar komplett vegan. Vielleicht gibt es noch ein paar Produkte, die nicht vegan sind. Und diese Hello Good Stuff Reihe war einfach, um die Prozesse zu erlernen. Und dieser Tinted Beauty Balm, diese Tinted Beauty Cream mit Kaktusblumenextrakt, erinnere ich mich, dass sie mir sehr gut gefallen hat. Die Deckkraft ist sehr leicht, sie ist ein bisschen gelb. Farblich wird es jetzt nicht so der Volltreffer sein. Aber die gebe ich mir einfach nur ganz geschwind auf meine Haut. Als die rauskam, war das selbstverständlich, ich glaube, es war sogar das Produkt, wo ich ein bisschen Ärger von euch Mäusen bekommen habe, dass ich eine Foundation als Primer benutze, weil mir die Deckkraft nicht so hoch war. Ja, könnte ich heute nicht mehr sagen, aber Spaß beiseite, das ist natürlich ein Produkt, was auf jeden Fall eine Deckkraft hat und ich habe ja mittlerweile, auch das muss ich dazu sagen, ich will mich nicht beschweren, ne, aber TikTok ist im Moment, also ich habe es meiner Mutter vorgelesen, die hat fast angefangen zu weinen. Mein Job ist es ja nicht nur YouTube-Videos zu produzieren, sondern ich produziere ja auch Videos auf beispielsweise TikTok. Und die Brands, die Firmen, können dann dieses Video für Werbezwecke nutzen. Und dafür kriegen die dann einen Code von mir und den können sie dann bewerben und dann wird das Video halt mehreren Leuten ausgespielt. Und im Moment gibt es halt recht viele Videos auf TikTok, die von den Brands als Werbung genutzt werden. Und dann sehen das halt anstatt vielleicht mal 300.000 Leute, die mich schon mal irgendwo gesehen haben, dann plötzlich, mittlerweile drüber lachen. Ich habe mich dran gewöhnt. Das eine Video hat zum Beispiel 1,2 Millionen Aufrufe und das andere hat, glaube ich, mittlerweile, wo ist das?
6,3 Millionen Aufrufe. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, was da in den Kommentaren los ist, wenn Leute dieses Video sehen, die mich vielleicht nicht kennen und die vielleicht nicht wissen, dass es auch Männer gibt, die sich mit Kosmetik und Pflege auskennen. Die Kommentare sind unterirdisch. Also es ist, wäre es nicht wirklich, eigentlich ist es wirklich traurig. Eigentlich kann man das niemandem erzählen. Eigentlich ist es auch eine Zumutung. Und ich habe auch einige, habe ich wirklich gemeldet, weil das wirklich so dermaßen unter die Gürtellinie ging. Aber da musste ich schon, also gestern haben Denis und ich echt gelacht. Das war dann schon sehr unterhaltsam. Aber nun gut, Spaß beiseite. Die Foundation ist großartig. Und vor einigen Jahren, als sie, glaube ich, rauskam, hat sie mir einfach nicht gereicht. Heute denke ich mir, wunderschön. Ich hoffe, dass es die noch gibt. Wäre heute nicht alles den Bach runtergegangen, so wie es heute war. Computer kaputt, auch noch an einem Feiertag bei uns. Ich konnte ja nicht mal einkaufen gehen heute, um zu schauen, ob es noch ein paar andere Essensprodukte gibt, die ich vielleicht nicht mehr habe. Aber ich glaube, wir haben hier wirklich genug Produkte. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr mir reinschreibt. Base, unglaublich schön. Einen Concealer habe ich von Essence nicht, den ich gerne mag. Finde ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Catrice hat sehr, sehr gute. Der neue von Manhattan ist unglaublich gut. Den solltet ihr, glaube ich, schon gesehen haben. Ansonsten benutze ich hier einfach schnell meinen üblichen. Der Vorteil von dieser Tinted Beauty Cream ist, dass sie wirklich ganz leicht ist und auch nicht so schnell rutscht. Es sieht jetzt ein bisschen gelb aus. Ich bräuchte sie wahrscheinlich in einer anderen Farbe. Wir passen das Ganze aber an. Und da hat Essence, da bin ich ein bisschen sauer auf Essence, dieses Baby Got Bronze. Das ist in Deutschland, glaube ich, nur in dieser einen Farbe rausgekommen und, glaube ich, als blushend in Amerika in Kontur, in sehr dunkler Kontur, in wirklich verschiedenen Farben. Und dieses Ding ist unglaublich gut. Einfach so ein bisschen an der Seite lang und dann mit so einem großen Pinsel, ich nehme jetzt hier den von Letizia, einfach ausgeblendet und zack, ist das fertig. Das ist ein sehr, 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 sehr schöner Bronzerton und wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier wirklich über ein Produkt, was ein paar Euro kostet. Hier ein bisschen über die Augenbrauen und somit sieht die Base auch gleich ein bisschen besser aus. Ich gehe erst immer mit dem Stick auf die Haut und dann mit dem Stick an den Pinsel und kann dann hier ein bisschen leichter arbeiten. Auf der Stirn ist es bei mir zumindest oft, weil sie halt auch recht umfangreich ist, um es freundlich auszudrücken, dass es da schnell fleckig aussieht. Hier ist es ja eigentlich nur an einem Punkt. Auf der Stirn muss es natürlich ein bisschen ordentlicher sein und da arbeite ich dann lieber, wenn ich das Produkt schon am Pinsel habe. Und somit sieht die Base auch unglaublich schön aus. Ich würde so gerne mal ein Video machen, wo ich euch hinters Licht führe, in Anführungszeichen, und euch erzähle, dass es ein High-End-Make-up ist. Oder also, was heißt ein High-End-Make-up? Oder wo ich einfach ein Make-up schminke und euch nicht sage, welche Produkte ich benutzt habe. Und erst im nächsten Video dann auflöse, welche Produkte das waren und ihr raten könnt. Und ich könnte fast dafür meine Hand ins Feuer legen, dass viele sagen würden, es sind viele High-End-Produkte. Love it. Beautiful. Ich habe noch einen Blush, beziehungsweise habe ich zwei Blushes. Das wird jetzt ein bisschen spektakulär. Ich hatte diese hier, die Tinted Kisses. Ich fand die schrecklich auf den Lippen. Ich zeige sie euch mal kurz. Also die Farbe geht sogar noch. Die Textur ist ganz komisch. Es schmeckt sehr, 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 sehr süß. Und dann trocknet es ganz schnell runter. Aber es sah sehr hübsch auf den Lippen aus, von der Formulierung her. Deswegen nehme ich davon ein bisschen auf meinen Handrücken und habe den total gerne als Blush genutzt. Weil Essence ja leider nicht so viele Cream Blushes hat. Und jetzt schaut euch das mal an. Die Farbe passt jetzt natürlich sehr, sehr gut zu den Lippen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es leicht die Haut eingefärbt hat. Beziehungsweise die Lippen, weil du kriegst es halt auch nicht weg. Stains the Skin. Okay, steht sogar drauf. Maxim, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, und jetzt seht ihr das. Ich habe ja nur eine ganz, ganz dünne Schicht Foundation drauf. Das heißt, die Haut wird auch nicht so krass an den Wangen jetzt eingefärbt werden. Auf der Hand hier definitiv. Aber dieser Glow kommt durch und der hat sich jetzt sehr schön mit der Foundation verbunden. Ich möchte das Ganze jetzt nicht großartig fixieren, sondern ein Produkt, was ich durch euch kennengelernt habe und nie so wirklich Beachtung geschenkt habe. Und das ist das Banana Bright, oder nee, mittlerweile heißt es Brighten Up Banana Powder. Gab es das nicht mal in Pink? Ich meine mich zu erinnern, dass es das mal in Pink gab. Liebes Essence-Team. Wo ist das? Microfiber Multitool Mini. Ich gehe rein und kann damit unter meinen Augen und in der T-Zone so ein bisschen fixieren.
viel möchte ich gar nicht fixieren. Was man damit sehr, sehr gut machen kann, ist punktuell auch so ein bisschen highlighten mit so einem Pinsel. Hier einfach unter den Creases ein bisschen lang gehen. Das hat nicht so eine krasse Deckkraft. Mir würde es schon helfen, wenn das wirklich in Pink mit ein bisschen mehr Bums kommen würde, dann wäre das das perfekte, kostengünstigere Schätzchen zu dem von einer Marke aus Dubai. Also, liebes Essensteam, das neue Sortiments-Update steht bereit. Wundervoll. Also, ich habe das auch früher, habe ich das nie so wirklich ernst genommen. Wobei, doch, stimmt nicht, Maxim, stimmt nicht. Als das rauskam, das ist schon wirklich eine Weile her, da war das echt ein Top-Produkt. Mittlerweile habe ich natürlich viele andere Produkte auch schon zu Hause und da ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber wenn ich jetzt so einen großen Pinsel nehme, der ist übrigens aus einer Catrice LE, kann ich ganz leicht hier einfach rübergehen, ohne dass dieser komplette Glow weggeht. Und das ist der Vorteil von dem Puder, es ist sehr fein gemahlen. Es ist nicht zu gelb, also du hast da nicht, es gibt ja viele Banana Powders in der Drogerie, da siehst du danach aus wie eine Banane. Steht zwar im Namen, muss aber nicht im Gesicht sein. Großartig. Eine Technik, die ich sehr gerne mache, ist Blushes, Creme Blushes mit Puder Blushes zu fixieren und meistens benutze ich dafür sogar denselben Pinsel. Essence hat die Pure Nude Baked Blushes rausgebracht. Ich glaube in 8 Farben, allerdings nur online, viele und nur einige in der Drogerie. Ich habe mich jetzt einfach für eine entschieden, die farblich sehr, sehr gut hierzu gepasst hat. Das ist Rosy Rosewood und damit fixiere ich den Creme Blush. Dadurch wird er natürlich wieder ein bisschen matter, soll ja auch nicht so speckschwartig sein, aber der Glow kommt trotzdem durch und das ist der Vorteil von gebackenen Produkten. Ich sage es immer wieder, wenn ihr die Wahl habt oder die Möglichkeit habt, zwischen einem normalen Produkt und einem gebackenen Produkt zu entscheiden, nehmt immer das gebackene Produkt. Es ist nicht nur hochwertiger produziert, sondern es sieht auch auf der Haut ganz, 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 ganz anders aus und viel, viel hochwertiger. In dem Moment, wo diese gebackenen Produkte, die habe ich schon mal erzählt, wie die hergestellt werden, das ist wie so eine Masse, wie so ein Teig, der kommt in den Ofen und wird gebacken. Und dadurch verdunstet die. Und die Feuchtigkeit wird rausgebrannt. Die Pigmente verändern sich dadurch. Wenn die auf die Haut kommen, ist da ja wieder Feuchtigkeit. An der Luft ist Feuchtigkeit. Und dann saugen diese Pigmente sich, umgangssprachlich, wieder so ein bisschen voll. Und das Ganze sieht auf der Haut deutlich, deutlich frischer aus. Und so auch in meinem Gesicht. Ich muss ehrlich sein, ich finde die Lippenkombination oder die Lippenfarbe gerade ganz schön. Ich habe aber noch einen Lip Liner, der mir sehr, 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 sehr gut gefällt und der auch sehr viral gegangen ist letztes Jahr. Das ist der Essence 8 Hour Matte Comfort Lip Liner, wasserfest. Und das ist ähnlich wie mein Liebster von Catrice, die Farbe Manhattan. Farblich ist Manhattan ein bisschen dunkler als der von Essence. Der von Catrice hat halt aber leider diesen Plumping-Effekt mit drin, den ich nicht so gerne im Lip Liner zumindest mag. Und damit konnte ich jetzt gerade einfach ganz geschwind so ein bisschen von dem Rosa reduzieren, dass die Lippe nicht ganz so laut aussieht. Wir fixieren das Ganze einmal schnell mit dem Spray wieder und dann wird dieser Baked Blush auch gleich ganz anders. Für die Augen habe ich viele Produkte, weil ich sagen muss, das ist der Vorteil, den Essence echt geschafft hat oder diesen Umschwung, den Essence geschafft hat, diese Veränderung von den Lidschatten. Bei Base-Produkten und so war Essence schon immer gut, aber Essence hat die Lidschatten oder ihr Lidschatten-Game wirklich massiv angehoben. Ich glaube, eine Palette ist keine Überraschung für euch. Das ist die Brown Edition Palette. Wenn ich mich entscheiden müsste für nur noch eine Palette aus von Essence, wäre es die. Generell, ne, so für den Alltag von Essence. Die würde ich mir wünschen in kühlen Farben. Es gibt sie zwar auch in den schwarzen Tönen, aber die ist schon echt sehr, sehr gut. Habe ich euch aber schon tausende Male gezeigt. Ich weiß aber, dass das A gerade sehr trendy ist und B auch euch sehr gut gefällt. Und das sind kühle Lidschatten. Und da habe ich hier die Don't Worry Be Palette. Sehr klein, sehr kompakt, 3,99, 4,99 vielleicht und recht spannend aufgebaut. Du hast einen Doppellidschatten in sehr dunkel und sehr hell, 3 Schimmer und einen so einen perfekten Transition-Ton. Und ich starte als erstes mit diesem Transition-Shade-Ton in der Lidfalte und schaut euch das an. Bin nicht nochmal reingegangen und gebe die Farbe auf mein Lid. Und ihr wisst ja, wie sehr ich gerade diese kühlen Farben mag. Ausgeblendet. Excuse me. Eine Farbe. Ich gehe jetzt nochmal ganz leicht in die untere Farbe hier. Für die Crease hier außen. Um da ein bisschen einen kleinen Bogen reinzukriegen. Nehme den Pinsel von eben.
und blende aus. Und wir haben einen sehr, sehr schönen, kühlen Lidschatten. Ich könnte jetzt die Schimmertöne hier aus der Palette benutzen. Das möchte ich jetzt aber nicht tun, denn es gibt noch etwas, was ich viel, viel lieber mit reinnehmen würde. Und das sind, und die sind meiner Meinung nach ziemlich underrated von Essence, diese hier. Und das sind die Luminous Eye Tints. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Kann man als Liquid Highlighter benutzen. Sehr, 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 sehr schöne Farbe hier in Rose, Dazzling Rose. Kommt, den geben wir mal noch so ein bisschen hier. Mit rüber über den Highlighter. Ist recht viel, wollen wir nicht. Aber die Farbe Shimmering Taupe. Freunde und Freundinnen der Volksmusik. Come on, Essence. Kleinen Pinsel. Shimmering Taupe. Cut Crease. Ist jetzt sehr kühl. Wir haben einen sehr, sehr kühlen Look. Mir fehlt gerade so ein bisschen Wärme noch. Vielleicht nehme ich gleich noch einen Bronzer. Aber ich meine, wir sehen es, oder? Das ging so verdammt schnell. Ich nehme jetzt mal, weil wir sie gerade hier haben, natürlich diese Palette hier in diese Farbe. Hier die beiden. Nur ganz leicht. Das ist viel zu viel. Ich will nur hier ein bisschen Wärme noch mal reinbringen, dass es nicht so krass ist. Und wenn ich euch jetzt zurücknehme, dann schaut euch das an, wie unglaublich schön das aussieht. Auch das ist wieder ein Look, schnell gemacht, mit zwei Produkten, kühl, erwachsen, reduziert und Essence. Es ist Essence. Also alle Produkte zusammen haben mich jetzt vielleicht 25 Euro gekostet. Lass es 30 sein, aber ich habe für 30 Euro ein Full Face. Und es wird unter 30 Euro sein, denke ich. Bei Mascaren konnte ich mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Ich habe jetzt einfach die Lash Like a Boss Mascara benutzt. Ich habe noch nie eine schlechte Essence Mascara gehabt. Eine Schicht, die ist wasserfest, die hält sehr gut. Wie gesagt, Fokus jetzt nicht unbedingt so auf der Mascara. Bei Essence ist eigentlich alles ziemlich gut. Aber wir sind noch bei den Lippen. Ihr seid nämlich noch so schön nah dran. Und da ist es hier dieser hier. Auch der völlig underrated. Das macht mich immer so ein bisschen wütend. Ist ein großes und ein starkes Wort für Make-up. Aber ich sehe halt oft bei Social Media, gerade was auch Essence angeht, dass viele Produkte viral gehen, die halt color-changing sind. Oder von schwarz auf rot oder was weiß ich. Die halt so schon besonders aussehen. Und wenn dann so ein Produkt um die Ecke kommt, was schon fast langweilig aussieht, ist es schade. Das ist der Extreme Care Hydrating Glossy Lip Balm 8 Stunden Hyper Hydration in der Farbe Baby Rose. Der hat kaum Farbe. Der hat so ein bisschen Schimmer mit drin. Und die Lippen sehen halt so gepflegt aus. Habe ich hier noch ein bisschen Platz zum Swatchen? Das ist ein Gloss. Und durch diese pinken und diese bläulichen Pigmente da drin, wird das Licht einfach ganz, ganz besonders reflektiert. Es passt zu jeder Lippenkombination, die ihr habt. Und es sieht einfach unglaublich schön aus. Ihr süßen, süßen Mäuse. Ich vergesse im Moment einfach immer meine Augenbrauen. Aber ich habe mir vorgenommen, sie wachsen zu lassen. Ich möchte einmal sehen, wie ich aussehe ohne gezupfte Augenbrauen. Ich habe bestimmt seitdem ich 14 bin meine Augenbrauen gezupft und ich würde einfach mal gerne sehen, wie viel da noch da ist. Deswegen, ich hoffe, wir halten es gemeinsam aus. Schaut euch bitte diese Base an. Es ist schön, es ist frisch, es ist toll, es ist glowy, aber es ist nicht so speckig, es ist gesund, es ist... Ich mag die Produkte sehr gerne. Schreibt mir gerne mal eure Favoriten in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch den schönsten Tag, den ihr haben könnt. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal.